Oh mein Gott, krank, dass die damals genau so im Fernsehen liefen. Oh mein Gott, Bro. Ja, wahrscheinlich liefen die genauso im Fernsehen, oder? Hallo? Ich bin Marcel da. Ich mach's. Digga, was Seit eine 16 Jahren Kacke. arbeite ich bei Snare. Bro, ich sag euch so, wie es ist, die einzige YouTube-Kacke, die absolut funny ist, Bro, sind die KU-Verarschen, alright? Danach ging es bergab, Chat. Trust me, okay? Die fucking KU-Verarschen waren der fucking Peak, Bro, okay? Auch wenn die eins vor, ne, die sind halt ultra kritisch teilweise. Holy shit. Aber gibt's irgendeine, die ich so einigermaßen kenne? Der Rücksitzwichser. Die sind, Digga, die sind crazy shit, aber die waren krass funny damals. Rücksitz. Wichser! Digga. Freute sich auf ein Dinner. Im Restaurant. Dinner! Piep, 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 piep. Irgendwann Alter. später. Piep, piep. Ernsthaft? Halt's Maul! Hey, du Schlampe! Leg dich nicht mit mir an! Uzi, ich will jetzt nicht mehr ficken! Digga, das war so der Premium-Content, den man sich als Kind reingezogen hat, Digga. Ich wette, ich glaube, er sagt jetzt, Alter, ernsthaft halt's Maul. Ich glaube, ich habe es auf jeden Fall damals schon mal gesehen. Oder? Das ist dieses. Alter! Halt's Maul! Alter! Ich hab großen Hunger! Das ist keine YouTube-Kacke, das ist einfach nur eine Verarsche. Ja, okay, egal wie, das hier ist mehr lustig auf jeden Fall. Mutter. Ich weiß, Mami Oder wartet auf uns lustiger. im Re Aber am besten, Bro, am besten war der hier. Den haben wir letztes Mal geguckt. Die Todesrutsche, Digga. Caillou, die Todesrutsche, Bro. Ein wunderschöner Sommertag. Zum Ertrinken. Und die Mutter ist hier heim. Was machst du da, Caillou? Komm halt deine Scheißfresse und fahr lieber auf der Straße, bevor ich dir ins Haar kacke. Also, mein großer Reste Ficker. Da wären wir. Guten Morgen. Ich hab die derbste Verstopfung, dass ich ganze Brocken am Stück aus Scheiße. Bro, das, Junge. Und die Scheiße hat mein Humor geprägt, Junge. Das ist so dumm, Alter. Das ist so dumm. Man merkt's. Als 14-Jähriger war dieses Video das Lustigste, was damals existiert hat. Da oben! Da oben! Wir sind unterwegs nach New Straitsville, Ohio. Oh ja, zum Ohio Sassman. 2,5 Kilo, 250 Meter groß. Groß. Davon kriege ich kalte Fotze. Das sind heute keine Spuren. Viehgruben setzt man hier schon ewig ein. Unsere wird ein bisschen größer und tiefer. Und größer und tiefer. Und größer und tiefer. Und sie ist besser getarnt. Wenn der Ohio Sassman einmal draußen ist, kommt er nicht mehr drin. Ich hau drauf. Oh. Das ist eine so Kacke. Das war legit mein Wortschatz damals. Bro, mein Wortschatz war alles, was in Harry Potter und Einstein vorkam. Digga, das war so krass. Und immer noch der Kaltmacher, Junge. Alter, der Kaltmacher. What the fuck? Junge, immer wenn ich das gezeigt habe im Stream, fand es niemand witzig, aber Digga, das war Peak. Alter, das war Peak, Bro. Holy shit. Junge, das war legit das Krasseste, was ich kannte. Elster Glanz ist der Shit, ja. Ich könnte schon wieder komplett ausrasten hier. Oh, ein so Idiot hat mir volle Bude in der Aktentasche geschissen. Digga. Das ist so stark gewesen damals. Digga. Hier, du da, meiner. Hast du noch Arbeit? Kopf vor weit. Kopf vor weit. Und du? Hast du Hast Arbeit? Du noch Arbeit? Aus hier! Nebenkosten! Scheiß Nebenkosten! Mann, Junge, ich dachte, ich hätte es schon überwiesen oder so. Was weiß ich, Junge, das ist so. Ich hab jetzt schon eine Arme gekriegt. Junge, ja, Helmpflicht! Bro, wirklich, wirklich. Wir haben uns einfach nur mit diesen Zitaten unterhalten, Bro, in der Schule. No joke. Alter, wie oft jemand so gesagt hat, Punktrechnung, Verstrichrechnung und dann alle Ahu gesagt haben. Junge, ist das so dumm.
es gab halt gefühlt so drei Videos, so hat es sich halt angefühlt damals, es gab halt so drei Videos und die haben alle geguckt in der Schule, you know? So jetzt, ich glaube, das kann man gar nicht mehr relaten so richtig, jetzt gibt es halt so 100.000 Videos, die am Tag hochgeladen werden, Bro, alleine auf Deutsch und jeder guckt halt das, was er halt gucken will, was ja auch geil ist, dass es mehr verschiedene Sachen gibt und so, aber es gibt nicht mehr so diesen einen Content, you know? Na klar, hab ich nice. Oder Lord of the Weed, Digga, what the fuck, Alter? Beim Blättern. Na klar, habe ich eine Eisenbahnplatte, Digga. Bro. Was ist denn hier los? Ach, Günther, die warten hier auf den Bus. Ich glaube, die sind nicht ganz glatt. Das könnte man doch ausnutzen. Wir müssen im Westen. Wir fahren im Westen. Digga. Oh, das sind doch alles wahnsinnig. Ja, guck dir dich mal an, Junge. Erzähl mal, du wärst vom Schienenersatzverkehr. Aber da brauchen wir Maschinengewehre. Und Stinger-Raketen. Und Stinger-Raketen. Ja. Sonst wird das nicht. Ey, Mann, das ist so eine Scheiße, Bro. Herr Müller. Herr Müller, hören Sie mal. In der Hausordnung. So können Sie die nicht machen. Habt ihr eine Macke oder was? Ihr könnt euch verbissen. Die ziehen euch aus, Nack. Dann zeig ich sie an. Ja. Dann zeig ich sie an, Digga. Digga. Stasi. Stasi? Ersatzverkehr. Alle. Mann, Alter, so eine Kacke, Bro, Alter. Und dann gab's noch diese hier. Das war mein persönlicher Favorite. Aber wie gesagt, auch da fand der Chat das letzte Mal nicht so funny. Aber Digga, holy shit. Digga, einfach die Rambo-Verarsche, Junge. Fallen Schweine. Ja, ich hab auch Rina. Ich habe endlich deine Medikamente gekriegt. Ja, das ist mein Bruder. Meine Olle. Meine Knarre. Und das ist mein MG. Und das ist eh. Ach, gucke da. Gucke, die ging auch mit der Knarre. Schießen sich die Knochen ab. Die Knochen ab. Oh, ja, ich bin auch Redner. Digga, so eine Kacke, Bro. So eine Kacke. Digga. Und die Wanne wegtragen. Das Geschirrspur mit dem ist immer mal zum Saufen. Das knallt. Wäsche, Wäsche. Zeig mal. Das ist Juri. Ich muss mir mal ein Bart abrasieren. Juri, muss ich aussehen nächste Woche. Das ist ein richtiger Russer. Guck nicht so blöd. Juri, Juri. Was eine Scheiße, Bro. Es ist so eine Kacke. Wahrscheinlich ist es auch so null funny, wenn man das zum ersten Mal sieht, you know? Aber das, also, vielleicht könnt ihr so relaten mit so ASDF-Movie oder so. Bruder, würde man da heute sehen, einen Kuchen, welcher Geschmack hat der? Kuchengeschmack. Ja, Bro, keiner würde lachen, you know? Aber damals, Bro, Premium-Content, Alter. Lachs, Carpaccio, Safran-Soße. Im Brûlée. Dich, ja. Mach so offen, Junge, wir können doch einfach nur Eier braten. Keine Eier. Hey! Wo ist denn Rembo? Rembo. Lass dich da mit hin. Digga. Aber wir essen Eier gerne. Digga, es ist so stark. Alter Junge, ich hatte das so witzig als Kind. What the fuck? Nein, Oma ist im letzten Jahr gestürzt. Da steht für dich der Spaß im Vordergrund. Boah, das war so ein Banger. What the fuck, Alter. Zieh dir mal Solar Wars rein. Bro, ist auch ein Classic. Hab ich letztens geguckt, fand ich aber nicht mehr so witzig. Ich glaube, das ist das, was am besten überlebt hat. Vor 15 Jahren einfach komplette Psychose. Bro, Digga, die Außenseiter, richtig kranke Scheiße. Hab ich aber wenig geguckt, muss ich sagen. Ich war nicht so ein großer Außenseiter-Fan, muss ich sagen. Ich war so ein Alman Waititi-Kind. Und dann Ape Crime. Das Leben ist so schön. Das war mir immer ein bisschen zu abgespaced, Bro. Real Talk. Haben dir Chad oder Reese mal den Herr der Ringe auf Schwäbisch gezeigt? Ist es von Dodokai? Der Reitlinger Heimatortzeiger präsentiert. Also ich kenne Dodokai, aber ich kenne das nicht. Meisterwerke der Filmgeschichte in ihrer verschollenen Urfassung mit schwäbischer Originaltonspur. Jetzt auf DVD und Videokassette. Zum Beispiel. In einer beschaulichen Kleinstadt am Fuß der Schwäbischen Alb versucht sich ein junger Mensch seinen Traum zu erfüllen. Einmal in seinem Leben will der Otto auf ein großes Rockfestival. Hans-Peter, komm, ich frage jetzt meinen Vater, ob wir aufs Headbanger-Festival auf die Alp dürfen. Vergiss es, das erlaubt er dir nie. Quatsch, das erlaubt er auf jeden Fall. Das erlaube ich auf keinen Fall. Auf das Headbanger-Zeug, da gänge doch bloß drogensichtige Bombenleger nach. Du bleibst daheim und hilfst deiner Mutter beim Geschirrspielen. Aber so leicht gibt der Otto Ed auf. Hilfst du mir, Onkel Rolf? Weißt du, ich habe aus dem Yps-Heft sogar einen Backstage-Ring fürs Headbanger-Festival und da steht drauf, dass sie das Jahr die geilste Lightshow aller Zeiten haben und brutal viel Spezialeffekte. Und als Headliner spielt halt Manfred Manson. Ich muss da unbedingt nach. Ich schwätz mal mit dem Vater. Horst, jetzt lassen halt da nach. Ja, wegen mir, ich hätte mir halt gewünscht.
Dass der Volksmusik hört und nicht so Indianergeschrei. Aber auf der Alp sind auch noch andere gegen die Durchführung von dem Headbanger-Festival. Wenn ihr euer scheiß Rockkonzert durchzieht, dann hört uns von der Lohas-Vereinigung Sigmaringen gegen euch. Aber wir haben schon über 30.000 Eintrittskarten verkauft. Ach, das ist doch uns scheißegal. Ich weiß gar nicht, was euer Problem ist, ihr elendige Scheiß-Ökos. Immer geht's gegen die Heavies. Die Headbanger-Typen sind voll okay. Aber die vertrampelt immer der ganze Bärlauch im Wald. Dabei gäbt es so ein gutes Pesto. Mit deinem Backstage-Ring kommen wir da auf jeden Fall noch rein. Also los. Nein, warte mal. Könnt ihr mich bitte mit reinnehmen? Die haben mich nicht reingelassen, weil ich aus Balinger Gmensen sehe. Bitte echt, hey, ich glaube, das ist ein Gag, den checkt man nur, wenn man von da ist, Bro. Ich glaube, Balingen checkt keiner, der jetzt irgendwie nicht aus Baden-Württemberg kommt. Ja, ich auch mein Manfred Mensen-T-Shirt. Hans-Peter, was sagst du, soll man mit reinnehmen? Was? Ich lass mich doch nicht mit meinem Balinger blicken. Aber denen muss man doch auch helfen. Hey, brutal, super geil, du bist echt in Ordnung. Manfred Mensen. Aber leider haben die Konzertveranstalter ihre Rechnung ohne die Lohas-Bewegung Sigmaringen gemacht. Erleben Sie jetzt die Verfilmung von J.R.R. Tolkiens Meisterwerk in der schwäbischen Urinterpretation. 18 Stunden Rock'n'Roll-Abenteuer auf 12 Videokassetten. Meisterwerke der schwäbischen Filmgeschichte, präsentiert vom Reitlinger Heimatortzeiger. Jetzt überall im Laden erhältlich. Bro, ist so eine Scheiße. Oh mein Gott, Bruder. Check mal noch das Best of, hab extra geschaut, ist kein Monka Todd Stuff dabei, das war so geil damals. Junge, Harry Potter. Alter, einschauen. Harry Potter. Bruder, das, ich glaube, das werde ich so 0% lustig finden, aber damals war es der Shit. Hallo, ich brauche einen Zauberstab. Hey. Etwas anderes gibt es in diesem Laden auch nicht, du Spacko. Jo, Mann, mega gut gecheckt, Bro. Bobo mega stark gecheckt auf jeden Fall. Ja, top. Wo kommt die Musik her? Musik aus! Er hat dich in Wirklichkeit mit einem Stein beworfen. Bro, ich glaube, das finde ich so gar nicht mehr witzig, aber damals war es crazy. Grüß Gott, ist der Jogi 173 da. Wir sind gute Kumpels. Auf eBay hat er was verkauft und der Bruce hat es ersteigert. Jetzt wollten wir das abholen, weil er hat sich nach 3 E-Mails gar nicht gemeldet. Jürgen! Jürgen? Da sind 2 Typen! Jürgen! Sag mal, bist du taub? Das Geschrei haben sie noch in Nürtinger gehört, Mama. Ist wieder was wegen deinem eBay-Dreck. Wegen eBay? Wieso hast du... Oh Mensch, Mama. Ich hab dir schon so oft gesagt, du sollst ja keinen reinlassen, Heidenei. Hey, ich hab doch gewusst, dass du da bist. Du gehst doch sowieso nie auf Gas. Wie sieht's aus? Hey, das ist ja großartig. Sag mal mit dem Geschleime auf. Wer ist der Typ? Ja, das auch so. Ach, das interessiert doch keine Sau. Ich hab hier vollkommen andere Probleme. Was glaubst du, was hier abgeht? Hier kommen jeden Tag 30 E-Mails von Leuten, die die Artikelbeschreibung nicht lesen. Die sind doch nämlich ganz bache. Ich verstehe gar nicht, warum die sich überhaupt auf eBay anmeldet. Es macht gar keinen Spaß mehr. Hey, Moment mal, nicht auch lange, ja? 28K-Modem? Heutzutage hat man doch einen DSL-Anschluss. DSL-Anschluss ist ja super. Weißt du, das Ding funktioniert wenigstens. Hat einer von euch Laule schon mal probiert, bei Arco oder T-Online in der Kunde-Hotline anzurufen? Da hängst du 20 Minuten in der Warteschleife. Und jetzt sag mir mal, wer der Typ ist! Er sagt, er hat bei dir was auf eBay ersteigert. Genau diesen Boba Fett. Artikel 234, 839, 914. Ja, aber in der Beschreibung stand neuwertig. Neuwertig. Wer ist der Typ? Hey, Diggerle, ich hab dir insgesamt 3-mal gemeldet und reagier schnell. Ah, du warst der, der mir die E-Mail geschickt hat. Wieso schleppst du den Typen hier in meinen Privatverkauf? Ja, mal ha, Privatverkauf, der ist doch eindeutig gewerblich. Ich bin privater Verkäufer ohne Mehrwertsteuer. Ich stelle einfach den Boba Fett raus oder ich melde eBay ja Unstimmigkeit. Unstimmigkeit an eBay melde, wirklich gruselige Drohung. Raus jetzt mit euch, ich hab keinen Bock mehr auf die Scheiße. Überhaupt stand nirgendwo Selbstabholung in der Artikelbeschreibung. Den Boba Fett mit Geschäfte mache, entscheid ich. Du gibst mir jetzt den Boba Fett mit oder ich geb dir eine negative Bewertung. Bro, so eine Kacke, Junge. Holy shit, Digga. Dann aber noch hier ein Certified Hood Classic. Oh mein Gott. Holy shit. Alter, das fand ich auch so krank lustig. What the fuck? Wir sind unzufrieden. Wir sind unzufrieden.
Eine aufgebrachte Menge versammelte sich heute bei einem Gebäude, das wohl irgendwie was mit Politik oder so zu tun hat. Der Grund für die Ausschreitungen? Vermutlich brutale Killerspiele. Zeugen vor Ort sagen, es ginge eigentlich um das umstrittene Getränk Pyramidenbräu. Aber hey, K.A. Wayne interessiert's. 1-2-Dollar-Zeichen, lol, die Tastatur klebt. Wir von der Bundesprüfstelle für Wasserverkauf haben mindestens 50 rote Ordner gesammelt. Mit Beschwerden von Mitarbeitern der Firma Pyramidenbräu sowie Konsumenten vom Getränk. Jeder, der in irgendeiner Form etwas damit zu tun hatte, bekam Hautausschlag, Schuppen, schlechte Zähne, teilweise stundenlang anhaltendes Erbrechen plus... Bro, ich habe das Gefühl, das ist so Allmann-Humor-Core, Alter. Aber es war, Bro, es war so gottlos witzig damals. Holy shit, Bro. Ich würde es nicht komplett gucken, aber... What the fuck, Alter. Holy shit.